Hallo und willkommen zurück zu Master Duel. Richtig, ohne es. Gut Manchmal will gemacht. ich Legacy of the Duel List sagen, ich weiß nicht wieso. Spiel Vielleicht, wirklich weil du einmal mich immer aufgenommen. noch dazu überreden möchtest, das zu kaufen. Jeden Tag schreibst du mir nur noch 16 Euro im Da Sale. schreibe ich nicht, ich weiß nicht mal, wie der Preis aktuell ist. 16 Euro im Sale. Ja, danke dafür. Also ich habe die Gladiatoren geheuert, er hat das Startdeck. Ja. Das tue ich auch Aber es gleich mal ist wieder nicht in mehr im meiner Sale. Liste anmalen. So, Ich kann mal. bei Gladiator Ungeheuer male ich das Startdeck an und bei Startdeck male ich hier die Gladiator Ungeheuer an. So. Ja, gut. Kann mich nicht an Startdeck erinnern. Ich weiß nur, dass ich damit Das dein hatte. Open nichts gesiegt habe. Es hatte, Ich glaube habe ich, nämlich den von. Ort heute gesehen. Es hatte, glaube ich, von. Also, es hatte, glaube ich, ein Exceed-Monster, ein Synchro-Monster Das und stimmt, ja. zwei Link-Monster, wenn ich Richtig. mich richtig entsinne. Oder? Drei sogar. Du hast fünf Karten. Ja, drei. Okay. Der Aber, Crunchy Kutsch naja. ist da drin. Ja, die Link-Monster sind jetzt nicht so die Besten Monster sind da famosen. nicht wirklich drin. Die Link-Spider fehlt mir da sowieso total. Kann man kein Link 1 machen. Na, schau mal, aber ich hab doch gleich mal was, was gut ist. Hier. Die Karte hatte ich, glaube ich, noch nicht auf der Hand. Monster aus dem Deck. Ach. Was aus dem Deck? Ah, das da. Ja, das ist definitiv nicht schlecht für den Start. Wenn du noch ein Stufe 4 Monster hast, dann kannst du exceeden. Oder wenn du noch ein Stufe 3 Monster hast, dann. Ja, okay. Du willst einfach nur Defense aufbauen. Okay, gut. Dennis, ich habe nur Zauber- und Fallenkarten gezogen. Du hast kein Monster auf deiner Hand? Nein, deswegen war Okay, diese na gut. Zauberkarte gerade. Na gut. Naja, wenn man halt ein Stufe 4 Monster hätte, hätte man da halt zwei, könnte man exceeden. Oder wenn man ein Stufe 3 Monster hätte, könnte man sich den Empfängerkrieger holen, da könnte man sinken. Interessant, interessant. Mach ich das hier? Und dann darfst du mal Normal spielt anfangen. er einfach nur zwei Monster und Link, aber das Link-Monster, was zwei Monster kostet, ist irgendwie total der Dreck eigentlich. Die sind alle lame. Ja gut, das Link-Monster hier, das 2 So, ich kostet, hat aktiviere jetzt erstmal wenigstens das Effekt. da. Und wenn ich Nein sage? Wenn du Nein sagen Kolosseum. kannst. Hey, ja. Okay, ist er doch. Dann Ja, bin ich okay, das durch. funktioniert, ha. Staubtornado, ja, ich glaube auch. Ich habe es mir nicht durchgelesen. Wähle einen Zauberfalle, den dein Gegner kontrolliert, zerstöre. Von Ja. deiner Hand setzen? Oh, Gott sei Dank. Das ist ein Nebeneffekt, Oh aber. nein, ich wollte das nicht. Du Hä? wolltest das nicht. Ich dachte, Warum? ich setze was für meine Hand. Du, ich weiß nicht, was bei dir steht, aber du musst auf die Karte geklickt haben, um sie zu aktivieren, weil das nicht einfach so passiert. Ich dachte, ich sehe gerade meine Hand. In Wirklichkeit habe ich Ketten gesehen. Du, wenn du deine Hand siehst, dann siehst du deine Hand auch ganz normal. Das schaut nicht anders aus. Ja, das ist jetzt blöd. Mein Gott, Alter. Das Guter Spiel ist schon lang Start. genug gespielt, um zu wissen, wie das aussieht. Hast du Lust, von vorne anzufangen? Mein Gott, nein, es ist dein Missplay. Na gut. Ah ja, Das das war ist meine einzige Superman. Verteidigung. Ja gut, Ich hätte jetzt gern stell ich mal Monsterstelle den noch da mehr. hin. Was macht diese Karte? Du kannst nur Gladiator ausrüsten, wenn es angreift, zerstören. Was? Wenn es angreift, zerstören. Am Ende des Damage Step. Also, was du machen musst, ist, mit dem Lannister wählst du diese andere Karte, die mit D anfängt, Ah, die nur die komme ich wieder auf 780k die hat. Hand, okay. Und so heißt du Warte dann, und dann erstmal. kannst du Sportacus Macht es mein beschwören. Monster überhaupt stärker? Nein. Nein, nein, das macht dich nicht stärker, danke. Ja gut, dann hat es eh keinen Effekt. Tja, jetzt zerstör mal eine deiner Karten. Das ist ein Must-Effekt! Dein Missplay muss damit leben. Naja. Da hast du wohl recht. Doch witzig. Du hast dich nicht umbenannt davor, oder? So in dem Oh Gott Sinne. sei Dank. Ja, wobei kannst du ja gar nicht. Hattest ja Ich nichts mit verstehe ihm. zwar nicht ganz, warum ich mich umbenennen soll, aber Weil du schon ist Spartacus nur mit einem bestimmten Monster beschwören kannst. Oh, dem da! Genau, dem da! Spartacus lässt sich nur von Hoplomus beschwören. Und weil der so schwach ist, ist es ein bisschen blöd, mit dem Gegner zu besiegen. Also nennst du Lannister Hoplomus, damit du danach Spartacus bekommst. Es gibt. ich weiß nicht, was genau dein Problem ist, weil ich sowieso eigentlich so gut wie jeden aus dem Deck kriege, einfach so, wenn ich einmal kämpfe.
Ja, aber Hoplomus kann nicht so gut kämpfen, siehst du seine ATK. Der stirbt ja dann jedes Mal. Ja, ist mir wurscht. Du, warum will ich den überhaupt auf dem Feld haben? Außer als Verteidigung. Also wenn du willst, dann entferne ich ihn. Oh. Das ist jetzt aber ungünstig. Hast du dann auch noch für den Rest dieses Spielzeuges können Monster, die du kontrollierst, nicht durch. Ja toll, das bringt nichts. Tja, weißt du was? Ja. Ich habe 2000 ATK. Das, tut ein bisschen weh. So. Nur ein bisschen. Ja, wer ist hier am Gewinn? Ich hoffe, deine Falle kann nichts tun. Ach, stimmt. Selbst wenn du eine Falle hättest, die den Angriff blocken kann, brauchst du dafür Gladiator-Monster auf dem Feld, also. Kriegst du mir gerade überhaupt was? Ja, kommst du auf 2000 ATK? Und selbst wenn, kommst du über meine Falle. Na komm, crashen wir. Tut zwar weh, aber was soll's. Du willst dein Monster opfern, oder was? Dann kannst du ein Gladiator-Spezial beschwören. Schön für dich. Abbrechen. Ja, greif an. Greif doch. Mein Gott, ich muss nochmal abbrechen drücken, meinetwegen. Ja, weil du die Karte in der Damage-Step aktivieren kannst, was auch immer genau du da hast. Ja, jetzt weißt du, dass ich mich wehren kann. Kannst du das wirklich? Ich stehe auf Auto, nicht auf On, also es sollte eigentlich nicht immer kommen. Also eine Sache ist schon mal klar, der ist der Einzige, der dagegen ankommt. Noch. Den ich mir damit holen kann. Gib mir was Gutes. Gib mir was Gutes. Das war nicht gut genug. Ich weiß, dass deine verdeckte Karte meinen Angriff nicht blocken kann. Das hast du ja schon bewiesen, indem du sie nicht benutzt hast, letzte Runde. Du meinst? Ja, also du wolltest sie nicht benutzen. Oh, ich kann was tun! Spezialbeschwörung! Ja, du kannst exceeden, das habe ich dir vorhin auch gesagt. Der Katschi-Kotschi-Drache hat genau 2100 Angriffspunkte. Ja, das hilft dir viel. Ich kann ein Exceed-Material abhängen und dann zweimal angreifen. Ja, das hilft dir viel. Ja, warum soll mir das nicht helfen? Ja, was willst du denn jetzt damit? Dein Monster besiegen. Ich verstehe zwar nicht... Wie? Mit 400 extra ATK vielleicht? Okay, das klingt nach einer Methode, die wohl funktionieren könnte. Ja, richtig. Ich glaube auch. Hast richtig gelesen. Und dann kassierst du noch... Aber nur könnte! Können nicht durch Kampf zerstört werden und jeglicher Kampfschaden wird auf 0 reduziert. Greif mir den anderen auch noch an. Ja, nee, das mache ich jetzt nicht. Na gut. Aber warum denn nicht? Ach ja. Ja, ich muss das ja jetzt aktivieren. Das zählt auch als Kampf? Oh nein, Spartakus! Ja, leider ist das schon. Was hat der für einen Effekt, wenn er rauskommt? Muss ersetzt werden in der zweiten Stand. Oder so. Ja, okay, nehmen wir den da. Ja, natürlich nimmst du Spartakus. Wen sonst? Der kann nur so beschwört werden. Was zur Hölle hast du gerade gezogen? Ich komm mir da aus, dass du Zauberkarte auf die Hand gibst. Ja, das ist mir klar. Ich habe ein Problem. Den. Ach, Scheiße, ich kann kannst nicht ein machen. Monster, es gerade es erhält. Dann kriege ich. Ja, so wie es ausschaut, verliere ich eins meiner Monster jetzt. Das ist aber kein so schneller Effekt in dem Sinne. Warum denn nur eins? Wie willst du denn zwei besiegen? Ja, das geht auf. Sieht nicht stark genug aus. Und jetzt? Jetzt schon. Ja, das ist jetzt doof. Für meinen Plan brauche ich ein Monster. Du darfst nicht zwei haben. Drei okay. Sterne.
Hä? Achso, ja. Gut. Ja, das ist ja deren Effekt. Diese Zauberkarten, diese OP sind, dass sie alle auf die Hand zurückkommen. Extra erfunden. Da, ja, damit das halt mit dem Monstern funktioniert. Mann, Dennis, ohne diese Zauberkarte hätte ich dich nächste Runde platt gemacht. Ich fass es nicht. So, ich mische dich auch zurück. Den zurückmischen? Kann ich noch irgendeinen nehmen, der mir einen guten Effekt gibt? Naja, das mit dem Umbenennungseffekt. Ja, das wozu die Mühe? Macht aber gerade auch alles keinen Sinn. Ja, keine Ahnung. Spartacus würde ich behalten. Nehmen wir trotzdem mal den da. Nein, danke. Letzter. Du kannst immerhin nicht mehr angreifen. Du hattest 5.800 Grad da rumliegen. Ich bin dumm, warum mach ich den Angriff? Ist egal, wenn ich kein Monster ziehe. Ich würde sagen, ist egal, selbst wenn ich ein Monster ziehe. Als ob in dem Deck irgendwas ist, was ich dagegen wehren kann. Was ist denn das? Glaube ich nämlich nicht. Wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob das richtig balanced ist, wenn du Startdeck hast. Ja, irgendjemand muss es ja machen. Das Extra-Deck hat immerhin 1-2-6er. Boah, ich habe 3 Monster fürs, wie ich sehen. Weil du hast theoretisch ja noch, also ich weiß jetzt nicht, aber die Karte, die du vorhin benutzt hast, die kannst du ja wahrscheinlich noch öfter drin, ne? Aufschlagen. Wozu mache ich das eigentlich? Was? Naja. Wenn du nichts setzt, dann leidest du halt mehr Schaden. Greif mit dem Schwachen zuerst an. Ist kein Tipp oder so. Sagte mit dem Schwachen. Ach, scheiße. Ach, stimmt, das ist ein Effekt, hab ich selber auch nochmal gedacht. Das ist ja total OP. Die will ich nicht wieder wegfischen, weil das eigentlich keinen Sinn mehr gibt. Auch Monster mit 1900 ATK. Keine Ahnung, schon mal den da. Eigentlich kann mir nur Pantherkrieger helfen. Der ist, glaube ich, als einziger stark. In dem Deck. Kann ich meine Deckliste irgendwie angucken? Nicht, oder? Nein, kannst du nicht. Du musst schon wissen, was in deinem Deck ist. Blödsinn. Ja, ist halt so. Oh mein Gott, ich habe zwar ein Monster gezogen, aber es ist nicht das Richtige. Es ist nicht das Richtige, okay. Aber... Ja. Vielleicht doch. Okay, vielleicht doch. Ich weiß nicht, was du lustig. Oh, der da. Der hat. Ja, gut, damit kommst du bei einem drüber. Aha. Ja, du kommst nicht mehr. Du kommst nicht über einen drüber. Ja, natürlich komme ich drüber. Warte, ich dachte nur 1000. Ja, mal 3. Für jedes Mal. Oh. Ich dachte nur 1000 im Allgemeinen. Ist so viel dazu, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Du kassierst sogar Damage, aber du kannst es ja dann ins Deck zurückmischen. Hä, wann denn? Ja, jetzt. Warte nicht. Bist du dumm? Wieso, muss er den Kampf gewinnen? Ja, nein, er muss ihn überleben, natürlich! Lass mich mal kurz was lesen. Es wäre ein bisschen zu OP, wenn es scheißegal ist. Ja, leider verliere ich mein Monster nächste Runde wieder, aber irgendwie war es gar nicht mal so schlecht. Reicht mal, glaube ich, nicht, um zu überleben. Jetzt habe ich den gezogen. Aber das geht, wenn ich das zusammen kombiniere damit. Ja, ich... Aktuell hast du nicht genug Damage, um mich zu besiegen. Auch damit nicht. Ich gebe das mal wieder. Ja, ist klar, in der Zielzug besiege ich dich noch nicht. Noch nicht. Ich brauche ein Monster. Ich hab
mindestens mit. Ach so. Ne? Es hat dich ziehen lassen. Ist das der einzige Effekt, den es hat? Kannst du nicht beschwören? Oh Gott sei Dank. Das ist eigentlich. Anscheinend nicht, aber dann nehme ich lieber seinen Effekt. Wieso opferst du ihn? Ja, damit ich beschwören darf. Du hättest ihn in Verteidigung liegen lassen sollen. In der nächsten Runde mache ich dich sonst platt. Ja, das wird eine harte Nuss. Ich brauche einen Pantherkrieger. Ja, dann hast du auch noch zwei Monster. Warte, aber das ist jetzt irrelevant. Zwei Monster? Ja, und was du jetzt tust, ist ja egal. Die verschwinden ja gleich wieder. Hä? Nimm mir ein, das steht am Ende des. Während der Endphase. Ja, ist aktuell Endphase? Ja, nein, aber gleich. Du wirst sie jetzt ja nicht für irgendwas nutzen. Zwei Monster der Stufe 5. Achso. Ja, komm, beschwören wir den, der hat einen stärkeren Effekt. Ich hab vergessen, was der kann. Was als. Ach, natürlich kannst du das. Falls diese Karte auf diese Art beschworen wird, okay, das geht nicht, wenn ich die super schwöre. So, machen wir den dahin. Okay, ja, ich glaube, das wird schwer. So, und nur damit du nicht über ihn drüber kommst. Ernsthaft? Okay, du hast mitgedacht. Was? Wieso über ihn? Ja, über ihn. So, den darfst du angreifen. Ich brauche einen Pantherkrieger. Und selbst das reicht nicht, weil du ihn trotzdem noch besiegen kannst. Wow. Ja, es ist vorbei. Hast kein schwarzes Loch gezogen. Oh. Das ist, glaube ich, nicht in dem Teil. Du kannst sogar das krasseste Monster zerstören, aber naja. Ja, aber es ist trotzdem vorbei, wie gesagt. Ich habe kein Monster gezogen. Es ist vorbei. Mann. Ich habe eine Karte auf dem Friedhof, mit der ich 800 ATK kriegen kann, aber ich brauche ein verdammtes Monster. So, der macht dich fertig. Der kleine Affe. Victory. Okay, der ja. Numero 2. Startdeck hat sich aber ganz gut gehalten. Sekunde. Vielleicht hast du jetzt ein bisschen mehr Glück und ich ein bisschen mehr Pech. Hast du vielleicht eine Chance? Dennis, ich habe das Mantel gekauft und sofort meinen Job gekündigt und 20 Stunden das Mantel gezockt am Stück. Was laberst du? Ja, ich lebe in diesem Videospiel. Warum musst du immer Scheiße labern? Wenn mir nichts Besseres einfällt. Ich habe hier etwas, das nennt sich. Das verrate ich dir jetzt besser nicht. Mehr. Das nennt sich? Okay. Das ist dumm. Das ist wahrscheinlich der einzige Empfänger in dem ganzen Deck. Empfänger, Krieger? Oder der genau so Typ mit seinen Hörnchen. Ja, der ist Stufe 3 und da brauchst du noch normale Stufe 3 Monster, wenn du sinken willst, weil das. Warte, das muss Stufe 3 sein? Ja, das ist 6, was im Extra Deck ist, oder nicht? Ach so, Synchro war gleich hoch. Ja, zusammenzählen! Oh. Zusammenzählen! 3 plus 3 ist 6. Du kannst auch einen Stufe 3er, also den Empfänger, und dann Stufe 2er und Stufe 1er nehmen, aber das kriegst du schwerer aufs Feld, weil es natürlich 3 Monster sind. Ja, aber ein anderes Stufe 3 Monster. Ob du Zweier hast. Ja, doch, ein Zweier hast du. Ja, ist der Käfer einer? Ich weiß gerade nicht. Aber vielleicht hast du sogar solche Monster, aber glaub nicht, dass du mit dem Plan hast. Also, Dennis. Du kannst, natürlich kannst du etwas tun. Ja, hier. Ja, der ist sogar nicht mal schlecht. Bis auf das, du deine anderen Karten noch nicht weglegen kannst. Ja, weil das alles Monster sind. Ja, dann hättest du vielleicht einen der anderen spielen sollen, anstatt den. Ja, aber ich will doch meinen Empfängerkrieger, der genauso 1600 ATK hat, genauso wenig da hinten legen. Ja. Du hast doch 3 Karten auf der Hand. Da wird nicht nur Empfängerkrieger in deiner Hand sein, oder? Ja, und glaubst du, die anderen 2 Monster sind stärker als der Klingenritter oder der Empfängerkrieger? Es geht darum, dass wenn ich den jetzt zerstöre, du nichts von seinem Effekt hast. Ja, na und? Macht mehr Sinn, den später zu setzen. Nein. Doch. Hat sie nicht zerstören, darauf wette ich einfach. Okay, die Wette hast du dann verloren.
Außer da deine Falle sorgt dafür, dass ich ihn nicht zerstören kann, das war's nicht. Sieht nicht so aus, als lässt ihn doch zerstören. Ja, es ließ sich nicht aktivieren. Warum ging das denn nur? Komischer Fehler. Ich stand auf off, deswegen konnte ich es nicht aktivieren. Ich stehe auf off, mein Fehler. Ich das ist ungünstig. Outcome. Also, ich lege einfach den hin, damit da einfach eine Wand steht. Ja, genau. Abbrechen. Stell gerne Wände dahin. Hatte man da. Ja, das ist eine heftige Wand. Da komme ich nicht ohne Spezialeffekte drüber. Fehlt mir nicht. Ja, Moment. Ah ja. Kacke, gib mir irgendwas anderes. Nee, das aktivieren. Der reicht nicht. Der reicht nicht. Reicht er nicht. Ist er zu schwach? Ich hab nur zu schwache Monster, das ist so dumm. Warte mal. Ach ja. Wenn ich dich in Angriff zwingen könnte. Willst du mich in Angriff zwingen? Das ist so dumm! Ah! Heul gleich. Warum zieh ich denn dich? Ja, okay, schlecht ist es nicht, aber. Wir sterben doch nicht mit 2400. Also, ey. Ach so. Ja, 300 mehr wegen der Spezialbeschwörung. 1600 ATK. Ich hab mich schon gefreut. Ach so, I see. Ah ja, der hat seine Def nicht, okay. So, wieder zurück ins Deck. Dann beschwöre ich den hier wieder. Beste Karte im ganzen Deck, Alter. Immerhin hast du kein Kolosseum. Ja, da kann ich natürlich die ATK nicht so hoch pushen. Trotzdem ist es echt schwer, an den Monstern da vorbeizukommen. Kannst du mal aufhören, so viele Monster einfach so zu beschwören? Es würde schneller gehen. Aber ich habe kein anderes auf der Hand, was ich mit dem beschwören konnte. Okay. Krass. Na gut, wenn das so ist, dann beschwöre ich den hier. Super. Und dann beschwöre ich mit seinem Effekt noch den anderen. In diesem Deck ist nichts mit 3000. Aber hast du eine Zauberkarte, die das Monster mit der höchsten Def zerstört, oder nicht? Ja, klar, die ziehe ich jetzt sofort. Shit. Gut, okay, ja, Shippo, musst du nicht unbedingt sofort ziehen. Muss ich nicht? Naja. Du hast recht. Aber okay, weiß nicht, warum du so lachst, aber gut. Was ist das denn? Wähle ein Monster in Verteidigungsposition auf dem Spielfeld. Zerstöre das gewählte Ziel. Oh, die, stimmt, die Karte gibt's auch noch. Habe ich ganz vergessen. Der hast ich hab Schildstoß gezogen. Der hast du ja vorher schon zerstört. Bei dem darf ich's auswählen, bei dem anderen wär's, glaube ich. Ja, dann wär's das, was am meisten Def hat, glaube ich. Ja, wobei das ja besser ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Karte machen würde, wenn es zwei Monster mit selber Death gäbe, ob die dann irgendwie von links nach rechts oder ob du es dann wählen darfst oder ob es da einfach nicht geht, keine Ahnung. Jetzt kommt erstmal. Oh, er hat schon wieder. Ja gut, mit dem konntest du dann den anderen zerstören, dann kriegst du alle meine Fusionsmonster weg. Perfekt. Sekunde, das ja, okay. Noch nichts. Na gut, ich greife an. Kleine Stechkäfer. Oh, wo sind die? Was redest du? Ja, ist das kein Käfer? Sieht das für dich wie ein Käfer aus? Oder ist das ist ein lebendiges Bajonett von einem Gewehr. Ja, ich mir gerade auf, das soll eine Waffe sein. Lol. Lebende Waffe. Wo kommt denn die her? Aus welchen Archetypen ist denn das? Oh, ich darf aussuchen. Ja, das aussuchen. Oh, so, ich hätte gern noch was anderes gemacht, aber dafür ist dein Monster zu stark. Oder andersrum formuliert, ich habe eine Karte zu viel auf der Hand. Okay.
Na gut, du bist dran. Du könntest mich jetzt sogar angreifen und dann Spartacus beschwören. Hopfenmus. Stimmt, ich könnte dich mit dem angreifen, krass. Außer du hast Angst vor meiner verdeckten Karte, aber. Ich stehe immer noch auf Off. Nee, das. Kommt der denn her? Ja, beschworen! Willst du mit beiden angreifen? Aus welchem Grund sollte ich das nicht machen? Weiß ich nicht. Du machst den stärker? Ja, warum denn nicht? Du greifst mit dem Schwachen zuerst an? Okay, nein, stopp! Jetzt hole ich mir meinen Klingenritter zurück. Der hat nämlich 1600 ATK. Komm ich aber... Oh, du holst dir den zurück. Nein, den werde ich... Nein, ich bin schwächer! Oh, scheiße! Jetzt kannst du mich besiegen! Nein, den werde ich nicht angreifen. Ich fall nicht für deine Falle. Nicht? Ich kann seinen Effekt jetzt nicht aktivieren, weil es nicht als gekämpft zählt. Ist ja witzig. Aha. Warte, was? Das ich weiß jetzt gar nicht, welchen... Hat doch gekämpft, der ist doch gerade schon weggegangen. Okay, dann beschwöre ich aber den, damit ich wieder den seine Effekte nutzen kann. Ach mein Gott. Dann fusionierst du aber gleich nur eine Karte, die ich aus der Hand nehmen kann. Der Fusionsdeck ist aber etwas gekürzt worden. Aber ich kann sogar alle nehmen. Da der nur Stufe 4 ist, nehmen wir den da. Ja, mein Fusionsdeck wurde gekürzt. Ich habe da natürlich trotzdem noch super Monster drin. Ja, das ist ja, glaube ich, jede dreimal richtig kacke. Ja, genau. Ah, ist das unfair. Ah. Und ich kann nie Deck outgehen. Alles geht immer wieder zurück. So der Gag. Ey, das ist ach, so witzig. Man beschwört den nie normal. Man beschwört den aber nie normal. Immer so. Immer mit dem Effekt von dem oder dem anderen. Spart man sich Spartacus. Echt nicht fair. Jetzt habe ich Ruf der Gejagten verschwendet für den. Naja, du hast deine Lebenspunkte beschützt. Weißt, ich frage mich gerade, hättest du nicht eins meiner Fusionsmonster wählen können? Oder geht das bei Ruf der Gejagten nicht? Geht das nur bei deinem Friedhof? Ich hatte nur meine zur Auswahl. Ja, okay. Ja, das steht auch. Okay, steht das, auch das so geht noch mit Monster-Reanimation. So, ich kann jetzt eine Spezialbeschwörung machen. Und zwar ein Katschi-Kotschi-Drache. Ja, ich meine, der ist grundsätzlich schon stärker als die Monster, die gerade da liegen. Ja, aber er ist aber nicht stark genug. Ja, genau. Er ist nicht stark genug. Die sind alle nicht stark genug. Ja. Ist doch dumm. Ist ein Problem für dich, definitiv. Du bist dran. Wenn du es genauso machst wie im letzten Duell, dass du beide Monster besiegst und nicht nur eins, dann gebe ich auf. Weil ich dann keine Chance mehr sehe. Dass ich beide Monster besiege? Wie besiege ich beide Monster? Also nicht, vorhin hast du es auch irgendwie hingekriegt. Das fällt aber, glaube ich, ein bisschen anders aus. Du hast nur eins gehabt oder null? So viel ATK kann ich mit dem nicht erreichen. Mach mal den dahin. Ich glaube mir etwas mehr. Okay, ja, du hast recht. Ich könnte sogar beide Monster zerstören. Da müsste ich meine Fusionsmonster halt weglegen und mir das andere Fusionsmonster holen und dann wieder den zurückholen. Ich sag dir so viel, wenn... Ach, wobei eigentlich ist es wurscht, weil ich nächsten Zug noch 400 ATK krieg. Was hast du vor? Ja, du siehst doch, was ich vorhab. Ja. Und wieder der zurück. Der ist nicht stark genug. Mit 2600 ist der nicht stark genug? Nein, der andere. Was passiert, wenn zwei Monster gleich stark sind? Ja, das Thema hat sich dann jetzt wohl auch erledigt. Ja, so, das ist echt schade. Mit dem an?
Ich habe gehofft, ich habe eine Chance, aber das war dann. Ja, nicht. Keine Ahnung, das Gladiatorengeheuer ist halt doch recht gut. Interessant. Autsch. Kannst du es jetzt nochmal vom Friedhof aus einsetzen? Nee, ja, das sind dann 800 ATK wert. Ja, aber anscheinend nicht im selben Zug. Nein, es ist ein Effekt, den ich aktivieren muss in meinem Zug. Es funktioniert jetzt nicht mehr wie eine Falle auf dem Feld. Ach so. Ich kann es also nie in deinem Zug benutzen. Wirklich? Vorhin hatte ich den gleichen Plan. Ein Monster muss überleben. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst, das gewählt ist. Hier. Vorhin ging es hier. Wähle ein offenes Monster. Das... Ja, so jetzt leuchtet sie, Effektaktivierung. Ich wüsste aber nicht, warum du es nicht machen könntest, wenn ich dich oder ja, okay, gut, stimmt. Ich glaube, damit du es aktivieren kannst, wenn ich dran bin, muss Schnelleffekt dabei stehen, in dem richtigen Sinne. Kannst du ausprobieren, ich habe sie jetzt nicht benutzt. Jetzt hätte ich sie noch aktivieren können. Jetzt kann ich sie immer noch aktivieren. Oh, machst du auch. Ja, dann benutze ich sie halt nachher nicht. Aber im Unterschied macht es, glaube ich, eh keinen Unterschied, oder? Überlebe ich die nächste Runde? Was war denn? Kann nichts tun. Und der verliert die ATK wieder. Ja, mit zwei Monstern. Soll ich sie aber noch so eins? Ja, wenn du noch zwei Monster beschwörst, dann überlebe ich das nicht. Okay, ich überlebe auch so schon nicht. Kommst gerade so drüber. Ich gebe dir einen Tipp, der Empfängerkrieger auf dem Feld ist nicht der Empfängerkrieger, den ich am Anfang des Spiels gezogen habe. Okay. Den habe ich kurz gehabt. Ja. Deswegen brauchst du keine Angst haben davor, dass ich mich irgendwie wehren könnte mit einem Schnellweg von der Hand oder so. Ach so. Ja gut. So, das war Runde 2. Ich glaube auch, ja. Und dann drücke ich auf Duell beginnen. Habe ich auch schon. Warten auf Gegner steht da. Und ich gehe mal kurz aufs Klo. Sag mir, wenn ich zuerst dran bin. Ich bin erster. Ist ja wieder das Licht an. Warum eigentlich immer, wenn ich eigentlich nicht viel Zeit fürs Klo gehen habe? Dauert zu lang, wenn ich jetzt runtergehe wahrscheinlich. Dann wird ich wieder getimeoutet, wie bei dem einen Duell da. Was wir ja, sagen. Oder ich bin einfach ewig in meinem Zug und beende ihn nicht. Aber... Weiß nicht. Ja. Also halt, muss er halt dann noch das Duell aushalten. Danach kann ich sowieso dann. Halt oh, ich habe mal eine neue Fallenkarte gezogen. Eine neue Fallenkarte, die du noch nie gesehen hast? Ich glaube, ich habe auch eine neue gezogen, oder? Habe ich die schon mal gesehen? Ah, das war die coole. Die coole, okay. Infinite Permanence? Ich habe zwei Weltkelche. Das glaube ich nicht in dem Deck. Das ist ja ein 3-Sterne-Monster. Als ob. Synchro. Ich finde es ja krass, dass in manchen von den Decks, die man da in den Kampagnen selber spielt, teilweise so Metakarten drin sind, wie Call by the Grave. Oder vom Grab gerufen heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Hä? Du meinst aber nicht Ruf der Gejagt, du meinst was Nein, anderes? Nein, vom Grab gerufen. Ah, okay, kenne ich nicht. Wähl ein Monster im Friedhof, seine Effekte, also um quasi alle Effekte von demselben Monster, in dem Sinne, werden annulliert. Das kann man benutzen, um quasi Ashblossom zu annullieren. Beispielsweise. Oder Aschenblüte, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du mit dem englischen Namen was anfangen kannst. Okay, ich denke einfach mal, dass ich angreife. Ich kenne Ash Blossom und auch diesen Golem. Und dann gab es noch eine dritte, die auch so. Die mit dem Und in der Mitte. Dass die existieren, kenne ich. Oh, meine Karte möchte sich aktivieren. Ja, was ist das? Dann kann ich was setzen. Warte mal. Ja, warum nicht? Ich habe nichts zu verlieren. Warum soll ich sie später benutzen, wenn ich sie auch jetzt benutzen kann? Ja, gut. Ich kann doch keine Karte setzen, wie unfair. Ja, du musst ja auch eine haben. Ja, siehst du die zwei Karten in meiner Hand nicht? Ich dachte, ich kann Monster setzen. Nein! Du bist echt ein Witzbold. Ja, das wäre wirklich witzig. Ich sehe es ein. Wie ich sehe, hast du mehr ATK als ich. Vielleicht. Ich weiß nicht, was da liegt.
Das ist doch, glaube ich, auch ein Monster mit 2100 Def, oder? Danke für dein Monster, ich muss nur eine Runde warten. Ob sich das lohnt? Ob ich das mit einem anderen Monster hätte machen sollen? Frag mich nicht, ist mir egal. Wahrscheinlich hätte es mit einem anderen mehr Sinn gemacht, aber naja. Aber du hast mir jetzt auf jeden Fall gestoppt, das heißt, du kannst jetzt einmal direkt angreifen. Richtig. Das wird ein bisschen wehtun. Warte mal, da möchte sich jemand aktivieren. Oh, Kachi Kachi. Ich mach mehr Damage so. Keine Ahnung. Sag Tschüss zu deinem Lebenspunkt. Ja. Hier, komm. Start damit ich es auch mal gemacht habe. Okay. Lasse Exit-Beschwörung! Ach so, okay. Ja, wie viel TK hast du? Wie viel Verteidigung hast du? Okay, also ist ATK sinnvoller als Verteidigung. Ja, der hat mehr ATK als Verteidigung. Danke für das Tipp. Er reicht zumindest für eine Weile. Außerdem habe ich das hier noch. Und dann darfst du. Okay. Wieder. Okay, gucken wir mal, was ich ziehe. Wenn ich. Das ist keine schlechte Karte. Ich glaube aber, dass sie gerade nicht so wirklich hilft. Mein Gott. Ich könnte. Warte, du greifst nicht an. Ich hab nichts zum an. Ich hab ein starkes Monster auf der Hand, aber das ist der Stufe 8er. Was ich eigentlich immer nur mit dem Effekt rausbeschwör. Ich habe Angst, dass du Hoplomus gezogen hast. So, also der Witz ist, ich könnte, wenn ich kein Monster auf dem Spielfeld hätte, in diesem Zug eine Synchro-Beschwörung machen. Hä? Ich wüsste jetzt nicht warum, wenn du kein Monster hast. Was für ein. Oder. Ach, du hast wieder die Karte, dass du ein Monster beschwören kannst, wenn du kein Monster hast, oder? Ja, gut. Muss halt so machen. Weil du kannst mit dem Kachikochi zweimal angreifen, da kannst du mit dem anderen mich auch noch angreifen. Ja, dann. Hast ein bisschen du, glaub ich. Also angenommen, ich komme hier überhaupt drüber. Toll. Okay. Ach, stimmt, da kommst du ja gar nicht drüber. Darüber habe ich gar nicht so nachgedacht, dass das ja exakt derselbe Wert ist. Hast nicht drüber nachgedacht. Ich könnte angreifen. Naja. Wenn du in Verteidigung bist, sterbe ich ja nicht. Ich krieg nur 300 Damage. Ja. Ich kann ihn ins Deck mischen und ein Gladiator-Ungeheuer als Spitzhabeschwörung von meinem Deck. Ich glaube nicht, dass es bei dir funktionieren würde. Wieso? Weil ich kein Gladiator-Ungeheuer im Deck habe? Naja. Na gut, Dennis. Hä, wieso kannst du das tun? Ja, weil er gekämpft hat. Also. Was nennst du kämpfen? Ja, so funktionieren ja. Die halt. Wäre fairer, wenn sie angreifen müssen. Oh, deiner wird auch gestärkt, okay. Ja, natürlich ist auch Gladiator, boah, ja. Das nützt mir nur nicht wirklich viel, oder? Oh, da hätte ich jetzt nicht beschwören sollen. Ist er wieder weg. Daran habe ich gerade nicht gedacht. Du bist aber am Zug, WTF. Ich dachte, ich bin am Zug. Da stand gerade Endfels. Dein Zug war ja gerade zu Ende. Ich habe ja in deinem Weg zur Endphase, also als du die Battlephase beendet, hast meinen Effekt aktiviert. Oh, lol. Zwillinge. Ja, aber deinen komme ich jetzt nicht drüber mit meinem Siedler, auch gleich stark. Warte, was tust du da? Ja, angreifen! Okay. Es wird jetzt wehtun. Mir. Danke für dein Monster. Ich muss nur eine Runde warten. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Jetzt wird es echt. Jetzt muss ich nicht was machen soll. Glaubst du, ich gewinne? Kann das sein? Also du hast auf jeden Fall eine Chance. Holy shit, ich gewinne? Dennis, ich glaube, ich habe mehr als eine Chance. Ich beende das jetzt. Ne, der Stufe 4, das kannst du nicht tun. Oh. Das kann ich nicht tun. Ah ja, und jetzt hängst du Material ab und greifst nochmal an? Bingo. Woher wusstest du das? Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man das Material unter der Karte in diesem Spiel gar nicht sieht. So, nur an der Seite. Aber nicht physisch unter der Karte. Ja, stimmt. Das hat, glaube ich, das andere Spiel gemacht, gell? Dass ich so versetzt war. Ich bilde mir auch ein, ich habe sowas im Kopf. In Werlauf sieht man das normalerweise auch. Naja, ich werde es perfekt unterlegen. Dennis,
Startdeck hat gewonnen. Wer hätte das gedacht? Einen Sieg für Startdeck, zwei Siege für mich. Naja, bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.